Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Chemister Zimmermann. In der Vergangenheit habt ihr schon mal bereits ein Video von mir gesehen, Einblicke in den modernen Holzbau. In diesem Video will ich euch eine neue Maschine vorstellen, denn wir haben hier bei uns in der Firma seit Anfang dieses Jahres eine neue Nagelbrücke, und zwar die M300 von der Firma Weimann. Warum wir uns für diese Maschine entschieden haben und wo wir da drin die ganzen Vorteile sehen, das zeige ich euch in diesem Video. Wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und für alle, die neu hier sind, gerne ein Abo da lassen auf meinem Kanal. So, und jetzt geht's los. Ich zeige euch die Maschine, und zwar aus drei verschiedenen Perspektiven. Was damit auf sich hat, seht ihr jetzt hier drin. Auf geht's, kommt mit. So, ich habe ja gesagt, dass ich euch die Maschine aus drei verschiedenen Perspektiven vorstellen will. Das sind die drei verschiedenen Perspektiven. Wir haben einmal meinen Chef als Arbeitsvorbereiter und Planer, der die Maschine im Prinzip programmiert. Dann einmal Julius, unser Mann an der Brücke. Und ich als quasi Endverbraucher, denn ich bin derjenige, der nachher das, was die beiden fabrizieren, draußen verbaut. Ich glaube, das wird richtig cool und ja. Interessant, was mittlerweile da alles so geht mit der heutigen Technik, oder? Das stimmt, auf jeden Fall. So, ich möchte euch jetzt einmal ganz kurz die Firma Weimann vorstellen, für alle, die die Firma Weimann nicht kennen. Die Firma Weimann ist ein Unternehmen in St. Johann ansässig, die mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt und darauf spezialisiert sind, auf moderne Abrundtechnik, gerade im Bereich Zimmereien. Die Firma Weimann gehört zu der Homag Group, die auf 5 Kontinenten ansässig sind. Ich kann mir vorstellen, dass für die ein oder anderen Heimwerker das Ganze jetzt natürlich nichts ist, weil die denken, ja, sowas stelle ich mir ganz bestimmt nicht in meine Werkstatt. Aber glaubt mir, wenn ihr mal seht, was solche Maschinen können, ist es doch für den einen oder anderen, denke ich mal, sehr interessant. Und für alle Zimmereien, die schon länger auf der Suche sind nach neuer Abrundtechnik, den kann ich nur empfehlen, bleibt dran, denn diese Maschine hat uns in Sachen Vorfertigung vorangebracht. So, ich befinde mich jetzt hier bei Julius, einer unserer ältesten Mitarbeitern. Das ist sein hauptsächlicher Arbeitsplatz. Er hat es von uns mit am schönsten. Er hat es immer schön warm, trocken, hier hat ein bisschen Musik laufen. Ne? Hat man sich verdient im Alter. Das stimmt natürlich. Ne? Und wie gesagt, das ist halt auch der große Vorteil, dass wir im hohen Alter, oder gerade der Julius im hohen Alter, noch hier dran schaffen kann. Ja. Das heißt, wir stehen jetzt hier vor dem eigentlichen Tisch von der Nagelbrücke. Und der Julius erklärt jetzt mal ganz grob, wie so sein Arbeitsablauf ist, wenn er so eine Wand da zum Beispiel baut. Oder in dem Fall haben wir hier ein Dachelement, was jetzt hier gerade aufliegt. Und ja, start mal, wie du hier arbeitest. Ich hole von der WBZ die zugeschnittenen Pfosten, einen Riegel oder wie hier in diesem Fall, das sind Sparren. Die hole ich hier rüber, die werden von Hand aufgelegt, werden dann eingerichtet. Können wir hier auch sehr gut dann festspannen, damit die Position gehalten wird. Und wenn das Ganze verschossen und verschraubt ist, das Element, dann ist es für mich wichtig, von der Programmierung her weiß ja die Maschine, wie groß die Wand ist. Ich muss ihr nur genau mitteilen, wo sie genau liegt. Genau, weil der Julius kann natürlich die Wand nicht irgendwo hier hinten auflegen oder da, sondern der muss im Prinzip vorher der Maschine einmal sagen, oder besser gesagt dem Computer einmal sagen, ich habe die Wand jetzt an dieser Position aufgelegt. Ne? Das wird dann da hinten die an dem sind Bolzen. Zum einen sind es verschiedene Bolzen, die sind durchnummeriert, ja. Von 1 bis 15. Und zum anderen ist das Maß vom Anschlag her, das ich dann eingebe. Das können wir jetzt gerne mal vorne direkt am Pult machen. Also, jetzt muss ich der Maschine sagen, Bearbeitung. Erster Bearbeitungsplatz, innen oder außen kann ich auswählen. Erste Bearbeitungslage. Und dann gibt es noch komplett bearbeiten, befestigen oder nur bearbeiten. Das ist komplett bearbeiten. Jetzt weiß ich, was ich tun soll. Und jetzt habe ich hier noch, gebe ich jetzt ein, auf welchem Tisch sie liegt, Bolzen. Machen wir 15. Das ist der Abstand, der vom Anschlag gemessen wurde. Den muss ich eingeben. Das ist, wie wenn ein Holz dazwischen liegt, zum Spannen. Wenn nichts dazwischen liegt, bleibt es bei 0. Und Z, das heißt, wenn in der Höhe, wenn wir etwas unterlegen, eine Sauberkeitsschicht und so weiter, muss man das auch immer berücksichtigen. Und dann sagt man, okay, jetzt lädt sie das praktisch. Und dann sieht man hier genau, kann man hier nochmal vergleichen, die Daten, die man eingegeben hat. Und hier kommen dann die Nagelreihen sind hier sichtbar, das Element.
Und dann sieht man genau, wo jetzt anfängt. Und dann kann man auch, wenn man die dann losschickt, kontrollieren, ob auch dort das wirklich stattfindet. Kommen wir dann jetzt mal zu den verschiedenen Instrumenten, die sie gerne hat. Die sie gerne hat, ja. Ja. Dann das ist auch was Neues. Da musst du mich ein bisschen aufklären, weil ich habe die alte ja gar nicht so viel mehr gesehen. Ja, die alte hatte nur mehr oder weniger alles gefräst und kaum gesägt. Und das ist jetzt hier eine ganz andere Geschichte. Genau. Ich würde sagen, wir gehen mal nach vorne an den sogenannten Bahnhof. Den Bahnhof. Wo die verschiedenen Gerätschaften hier geparkt sind. Da haben wir hier zum einen unseren Klammernagel für Fundabladen, für Marzellplatten. Das sind solche Nagelreihen, Klammerreihen. Die werden dann hier eingelegt. Das ist ein Magazin, ein bisschen Vorrat. Und für eine große Wand reicht es, dass es durchfährt, ohne dass man nachladen muss. Das allerselbe gibt es jetzt hier vom Prinzip. Das sind größere Klammerer. Also Breitrippenklammerer für die Putzträger dann? Das ist für Putzträger oder für die Dachelemente, wie wir sie hier haben. Dann haben wir hier als nächstes, der wird nachher laufen. Das ist unser Nagler für die Dachlatten mit einem sogenannten Lattschuh. Der macht dann die Latten fest. Und diese drei Geräte, das ist hinterlegt. Wenn ich auf Start drücke, die Maschine fährt sie mit diesem Träger hierher, dockt hier an, fährt hoch und beginnt dann die Arbeit, die ganzen Reihen abzuarbeiten. Jetzt mal im Vergleich zu der vorigen Maschine. Was hatte die nicht? Vom Lattschuh. Genau, Lattschuh gar nicht, ist neu. Gar nicht. Und die mussten immer gewechselt werden. Stimmt, ich war einmal dabei, da hatten wir es hier muss umgebaut. Man immer, dann, ne? war ja direkt drauf und musste immer gewechselt werden. Ne? Und was wir hier auch noch haben, das sind wir eine der ganz wenigen überhaupt, ist ein sogenannter Holznagel. Muss man sich mal vielleicht von nahem anschauen. Das sind wirkliche Holznägel. Die werden in Dreischichtplatten geschossen und dadurch, dass die so schnell reingeschossen werden, das ist wie ein Verkleben. Also die gehen ganz schwierig wieder weg. Also die halten wirklich sehr gut. Das ist eine tolle Sache. Gerade für unseren Sichtbereich, ne? Ob wir sichtbare Dreischichtplatten schießen oder halt Wände. Jetzt in dem Fall auch die Dachelemente, das, was wir jetzt oben aufgelegt haben. Auf der Unterseite. Ja. Genau. Und dann haben wir hier noch verschiedene... Fräser haben wir hier zum Beispiel. Mit dem tun wir zum Beispiel Dreischichtplatten fräsen. Das ist ein kurzer. Und der wird dann hier in dieses Aggregat eingelegt. Wird mittig geführt. So, und jetzt kann die Maschine dann praktisch losgeschickt werden. Ich nehme den gleich wieder hier raus. Genau, dann haben wir hier unser Markierer. Ne? Einen Markierer, das ist wie ein Bleistift. Da können wir zum Beispiel hier auf der Folie können wir anreißen, wo die Latte genau hingeschraubt wird, dass man das da nicht einmessen muss. Das ist eine unwahrscheinliche Zeitersparnis. Oder auch, was wir gemacht hatten, schon für Fassaden, ne? Dass im Prinzip der Markierer durchfährt und die Fassadeneinteilung, die Einteilung vorgibt. Draufschießt. Ne? Dann haben wir hier noch mal, können wir auch einwechseln, einen Bohrer, wenn wir hier irgendwas vor Ort dann vorbohren wollen. Für Dachelemente. Was ist der letzte? Da ist nichts drin. Das ist aber eine Spannbacke. Also die sind ja eigentlich alle gleich. Da ist jetzt reservemäßig noch. Jetzt haben wir hier auch nochmal verschiedene Fräser. Der ist jetzt für Fermacell zum Beispiel. Sieht man ja den weißen Staub. Und das ist unsere kleine Säge, die Dreischichtplatten und so weiter schneidet. Und die müssen wir alle, diese Teile müssen manuell händisch eingelegt werden. Dann bestätigen und dann fährt sie mit los. Und diese große Säge, die schneidet 80 mm, die nimmt sie automatisch. Da fährt sie mit diesem Aggregat her, fährt runter, hebt die aus der Verankerung raus und dann fährt sie los, fährt runter und schneidet das rundum. Und das ist eigentlich schon eine tolle Sache. Fenster oder so, früher ist man auf der Knie rumgekrabbelt, hat ausgemessen, wo die Ecke vom Fenster ist, dass das wirklich funktioniert. Und so ist das in 3 Minuten durchgelaufen und fertig. Und in hoher Präzision, muss man dazu sagen. Ne? Ja, das ist ja das. Mit Hand konntest du das ja nie so genau machen. Ja, wir beide könnten das schon, aber die meisten Zuschauer halt nicht. Ne? Das ist halt immer das Problem. Das ist ja klar, ja. Ja, aber ich kenne es selber noch in der Zeit, wo ich früher viel Holzrahmenbau, wenn du noch selber gebaut habe, du liegst auf dem Boden, dann krabbelst du umher, zeichnest hier an, Rumsägerei, dann musst du alles wieder sauber machen. Ja. Hier der Vorteil bei der Maschine, Absaugung ist mit dabei, ne?
Du stehst hier ganz normal gerade im Prinzip an dem Tisch dran. Ja. Die meiste Arbeit wird von der Maschine schon erleichtert. Und jetzt auch wie hier, was wir jetzt noch nachgerüstet haben, halt, dass wir mit dem Sauger im Prinzip die Platten auflegen können. Das ist, können. Und dann kann der Julius noch bis 80 hier arbeiten. So, und dass der Julius bis 80 arbeiten soll, das war natürlich ein Spaß. Ja. Denn wenn sich einer einen Ruhestand verdient hat, dann noch so ein Zimmermann, der wirklich bis zu seiner Rente auf dem Bau geschafft hat. Ne? Aber der Julius hat sich ja schon um den Nachwuchs hier gekümmert. Ja, ja? Benno, guck mal an. Ist hier mein Enkel und der Lehrling 35. Es ist wichtig, dass es weitergeht. Genau. Na Benno, sag mal hallo. Hallo. Sehr gut. Ich habe euch ja versprochen, dass wir nochmal ein bisschen ins Detail eingehen. Das heißt, ich als Endverbraucher, der die ganzen Wände, die da drin produziert werden, draußen verbaut. Und einmal der Florian, der wird ein paar Worte darüber verlieren, warum er diesen Schritt als Geschäftsführer gegangen ist, um so eine Maschine sich anzuschaffen und gerade den Schritt gegangen ist zu dieser M300. Vorher hatten wir die 120er. Da gab es auch schon mal ein Video von der Beinmänner auf YouTube. Der ist 3 oder 4 Jahre alt. Ja, da wurde damals gut vorgestellt, warum die 120er wegkamen, warum dann die 300er. Das ist eigentlich ganz einfach. Die 120er, die hatte zwei feste Klammerer drauf, also zwei feste Nagler und eine einzige Frässpindel. Die Frässpindel hatte einen Fräser drin, der war fest verbaut mit einer Arbeitslänge von 60 mm. Und immer, wenn wir quasi unsere Sichtplatten bearbeiten wollten mit den Dreischichtplatten, die seht ihr nachher im Video noch, da haben wir uns inzwischen einen Namen auch gemacht. Wir bauen quasi sichtbare Innenwände, wo auch Treppen eingefräst werden und so weiter. Mit einem Holznagler mit geschossen. Ne? Und so. Das haben wir schon mit der M120 gemacht. Aber die 120er, die hatte weniger Drehzahl, weniger Kraft und man konnte alles nur manuell wechseln. Das heißt, beziehungsweise man musste, es war kein Schnellwechsler, man musste den Fräser mit einem Spannfutter rausnehmen, musste einen neuen Fräser einstellen. Das hat recht lange gedauert. Wir hatten nur zwei Aufnahmen für Nagler. Der dritte Nagler war dann der Holznagler. Den mussten wir anstelle von dem Breitrückennagler montieren. Das heißt, wir mussten den abrüsten, aufrüsten, was insgesamt eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert hat, bis wir quasi von der Produktion von normalen Wänden mit Fermacell, Holzfaser und OSB und so weiter, wenn wir das vorgerichtet hatten, hatten damit gearbeitet und hatten jetzt nur ein oder zwei Innenwände mit Dreischichtplatten bei den Häusern. Dann hatten wir eine Dreiviertelstunde Rüstzeit ungefähr, bis die Maschine soweit war, dass wir mit Holzplatten im Sichtbereich weiterarbeiten konnten. Und das war einfach ein riesen Nachteil der 120er, wenn es schnell gehen musste. Und da kam der Sprung passend vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren jetzt auf die M300. Ja, ich weiß noch, ich muss ja dazugeben, ich habe bis jetzt in den 2 Jahren, wo ich jetzt hier bin, ich war jetzt 2, 3 Tage erst in der Halle und ich weiß immer noch mit der M120, dass mit Julius, dass halt immer noch so ein bisschen Koordinationssachen waren, ne? Dass man wusste, okay, wir müssen jetzt 3 Schichtplatten fertigen, wie viel haben wir davon noch, denn Fermacell, das muss halt auch alles mal koordiniert werden. Jetzt ist es so, dass wir da relativ flexibel agieren können, das heißt, allein schon vom Thema Verladung, dass wir es nachher draußen leichter haben, können wir halt sagen, okay, jetzt hauen wir die Fermacell-Wände durch, danach hauen wir die 3-Schichtplatten-Wände durch, weil die in dieser Reihenfolge geladen werden müssen. Richtig, ne? Also das ist so wie es der Clemens sagt, wenn man so seine Montagereihenfolge so plant, also wenn ich jetzt ein Haus vorplane und dann muss ich ja irgendwann definieren, welches Wand wird als erstes gestellt und welche wird als letztes benötigt. Und dann gibt es die Montagereihenfolge, wie es dann draußen auf der Baustelle am einfachsten zu montieren und am effektivsten zu montieren ist. Und da musste ich früher bei der M120 auch ein bisschen gucken, wo sind jetzt die Sichtwände drin, wo sind Fermacell oder OSB oder Rigipswände innen drin, weil eben diese Gerüstzeit so groß war. Und dann konnte ich manchmal nicht anders, wie zu sagen, okay, jetzt machen wir erstmal alle Fermacell-Wände und am Schluss die Dreischichtplatten, die Formatierung und das Benageln der Dreischichtplatten, der Sichtwände oder auch der Dachelemente. Und dann mussten wir manchmal, um den Prozess nicht zu unterbrechen, mussten wir Wände produzieren, nebenhin stellen, weil die Verladereihenfolge einfach nicht gepasst hat, entweder aufs Gestell oder hier im Lager und mussten dann am Schluss die Dreischichtplatten bearbeiten und haben dann angefangen, wieder alles nach links, nach rechts zu sortieren, um die Verladereihenfolge wieder in Schuss zu bringen. Oder aber wir haben es nicht
gemacht und haben das quasi aufs Gestell geladen. Und die Mitarbeiter dann draußen dann geschimpft haben abends, haben gesagt, genau, da war wieder eine Wand vorne dran, das kann der Clemens vielleicht besser erklären. Und dann haben wir wieder den Florian geschüttelt am Abend. Ja. Und, da haben und dann habe ich dann immer gesagt, jetzt langs, jetzt brauchen wir eine Maschine, die quasi flexibel ist. Knöpfchen drücken, dann mache ich jetzt den Fräser rein für die Fermacellplatten. Knöpfchen drücken, ich mache den Fräser rein für die Dreischichtplatten. Und der Nagler, den Naglerbahnhof, den ihr gesehen habt, das Fastener Switch oder wie das Teil heißt, glaube ich. Und das ist der Bahnhof. Das ist der Naglerbahnhof. Und dann holt sich die Maschine ganz alleine. Wir haben jetzt vier verschiedene Nagler drauf. Und wenn die Dreischichtplatten sind, holt sich den Holznagler. Wenn es Fermacell sind, ist der kleine 50er Klammerer. Und wenn es die Holzfaserdämmung ist, dann holt sich halt den Breitrückenklammerer. Also, und Dachlatten, das ist ein Riesenvorteil. Also das ist ein Riesenbenefit mit dem Fastener Switch, dass wir Dachlatten oder quasi Dachelemente halbautomatisch einlatten können. Habt ihr, glaube ich, auch, oder hat Julius, ja, glaube ich, vorgestellt, wo die Maschine holt sich den Nagler mit dem Lattschuh, dann fährt ihr auf Position, der Julius schiebt nur die Dachlatte rein, ohne dass er sich ihm quälen muss, drückt das Knöpfchen, das Ding fährt runter und schießt quasi eine Dachlatte nach der anderen ganz bequem drauf. Schluss sägt es ab. Auch, ja genau, Säge. Riesenvorteil. Was bei uns natürlich wieder draußen ein großer Faktor dann spielt, wenn ich mal auf meine Schiene so zurückkomme, macht es halt unheimlich Spaß, wenn wir dann im Prinzip die fertigen Wände haben, die mittlerweile schon so weit fortgeschritten sind, dass wir durch die M300 die Installationsplatten innen drin jetzt hier auch schon ranschießen. Da werden die Fräsungen gemacht für die ganze Elektroinstallation innen drin. Das heißt, für uns draußen auf Montage fällt auch dieser Punkt weg, dass wir aufwendig die Installationsebene vor Ort nochmal anbringen. Genau, anbringen müssen, sondern das können wir alles hier vorfertigen. Und der größte Vorteil für uns natürlich die Dachelemente, dass wir die jetzt durch die M300 so weit vorbringen können, dass wir die einlatten können. Ne? Das war auch ein ganz großer Schritt, den wir wieder nach vorne gegangen sind. Natürlich war das auch eine große Planungsgeschichte, bis wir es hinbekommen haben, dass wir unser Prestige, diese Dachelemente, die wir so produzieren, so kombinieren, dass wir die halt auch so weit fertig bekommen. Ja, das stimmt. Das war natürlich ein großer Schritt, aber das macht halt auch unheimlich Spaß, dann zu sagen, okay, wir können als Firma wachsen mit der Maschine zusammen und können uns gemeinsam Details überlegen. Und dann, wenn die nachher dann draußen auf die Baustelle kommt und man setzt es hin, ist es einfach ein tolles Gefühl. Ne? Und vor allen Dingen haben wir unseren Bau damit ruckzuck geschützt. Wir können auch von der Montage her direkt das Dach quasi hochlaufen, weil wir die Dachlatten schon drin haben. Das macht unheimlich viel Spaß. Oder das stimmt, es fällt auch, es sind durchfallsichere Elemente, nennt sich genau. Das inzwischen. Das ist von der Absturzsicherung her auf der Baustelle euch wesentlich besser für euch, weil vorher war es halt so, man hat Sparren für Sparren da draufgelegt ist die Gefahr des Absturzes einfach relativ hoch. Also mittlerweile schaffen wir es auch wirklich gut, dass wir sagen, wir haben eine Woche, eine stramme Woche, wo wir alle Gas geben zusammen und dann steht das ganze Haus. Wir haben die Dachelemente drauf, mittlerweile so weit vorgefertigt, dass die Dachfenster drin sind und die Fensterverkleidung. Das heißt, die Kunden, die kommen in der ersten Woche dahin und flippen aus, weil die mit Mal im Prinzip schon unter ihrem fertigen Dachstuhl stehen. Und das ist halt total genial. Man muss dazu sagen, wenn wir bauen zu 99% oder 100% inzwischen eigentlich alles nur noch sichtbar. Das heißt, wir haben Sichtdachstühle, Sichtwände, also mindestens die Hälfte der Innenwände, würde ich jetzt mal sagen, sind inzwischen sichtbar innen drin, wo die Leute fix und fertig haben. Weil manche Zimmereien, die lächeln also ein bisschen, sagen, nach einer Woche, die braucht ihr ewig für so ein Haus aufzustellen, wir schaffen es in 3 Tagen. Das mag sein, bei uns ist aber, wir haben immer Sichtdecken, wir haben immer Sichtdachstühle, wir haben ganz viele Sichtwände, da sind dann schon die Treppen eingefräst, das zeigen wir euch noch so im kurzen Video oder während ich jetzt erzähle, wird es wahrscheinlich vielleicht kurz durchlaufen. Das heißt, wir haben ein Stück weit Möbelbau schon mit drin, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und dann brauchen wir halt doch mal vielleicht 2-3 Stunden länger, um das letzte Detail sauber anzuschließen und weil es nicht einfach am Schluss mit Gipsgalonplatten verkleidet wird. Und da hilft uns die M300 auch unheimlich, weil die sehr, sehr präzise halt in der Vorfertigung ist. Was natürlich auch wichtig ist, wenn man sich als Firma für so eine Maschine entscheidet, ist natürlich der Service. Ne? Und da kennt Florian sich natürlich am besten aus, weil der natürlich immer im regen Kontakt steht mit den Leuten von Firma Weimann. Und ich kriege es ja auch vom Julius mit oder vom Robin. Die haben auf jeden Fall immer einen Ansprechpartner, ne? Die Probleme haben, sofort den Leuten aus dem Keller, wie du mal so schön sagst, erreichen. Die Kellerkinder, die im Keller sitzen und programmieren, Die dann da Rede und Antwort stehen oder halt Problemlöser sind. Ne?
Die kann man allgemein, also kann ich jetzt, glaube ich, ganz gut aufgreifen. Das damals, wie wir die 120er gekauft haben, war schon der Kontakt mit Weinmann sehr gut. Die waren sehr schnell da. Damals der Herr Rach kam hergeflitzt, hat sich meine Halle angeschaut. Wir haben, glaube ich, Deutschlands kleinste Halle mit den meisten Maschinen drin. Tatsächlich. Die teuerste Halle quasi. Die kleinste und die teuerste. Aber nee, Spaß beiseite. Die haben sich das Ding angeschaut und haben gesagt, naja, eine Zweitischanlage geht da nicht rein. Wir haben quasi einen kleinen Tisch, der ist jetzt 9 Meter, oder 9,50 Meter ist er breit, mit ein bisschen manueller Verlängerung. Und die Maschine läuft da drüber. Und selbst nur mit einem Tisch hat das wunderbar funktioniert. Die haben uns ein Layout geschickt, haben gesagt, das passt da rein. Das haben wir bei uns dann in den Plan mit eingefügt und haben gesagt, Maschine passt top. Zwar eng, aber trotzdem von den Abläufen und so weiter passt das alles. Haben das Teil jetzt da reingestellt. Während der Produktion, oder am Anfang kamen sie vorbei, haben eine Produktionsbegleitung gemacht, haben uns gezeigt, wie die Maschine quasi zu bedienen ist, haben unserem Julius, unserem Altgesellen, quasi die Angst oder die Zweifel genommen, dass er diese Maschine bedienen kann. Und ich finde, die haben eine super Hotline. Das heißt, du rufst da an, dann, oder du scannst einfach nur unseren Code ein, schickst das hin und sagst, wir haben da ein Thema, die Maschine steht still, macht eine Bearbeitung nicht, ob das die BBZ ist oder die M300. Und da ruft in kürzester Zeit jemand zurück, schaltet sich online auf die Maschine, guckt an, was liegt's. Und manchmal ist es, also nee, nicht manchmal, meistens ist es eigentlich the man behind, ganz am Anfang, also ich, dass ich irgendwo an der Programmierung was überkreuzt habe, was vergessen habe, kommt einfach vor. Und wenn ich dann ergreifbar bin, rufen sie da bei der Hotline an und da ruft jemand zurück und sagt, ein, zwei Klicks, kein Problem und die Sache läuft wieder. Finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, um die Mitarbeiter dann nicht alleine zu lassen mit dem Thema. Ja. Auch nur mal aufs Thema Dachelemente zu kommen. Wir haben das bei uns auf dem privaten Insta- oder Firmen-Insta-Account hatten wir eine schöne Story mal gemacht. Gerne auch mal reingucken. Kann ich euch hier verlinken, Holzhaus-Profis. Und auch in der Videobeschreibung. Und da hat unseren Azubi, unseren ehemaliger, jetzt Junggeseller, hat da auch ein schönes Video reingesetzt, wo Dachelemente gefertigt werden. Da habe ich auch kritische Stimmen, haben mich angeschrieben und gesagt, das geht, es ist eine super Maschine, aber es geht mit der Hand alles schneller. Den Vergleich gehe ich gerne an, zumindest wenn man keinen Platz hat, so wie wir. Und ich habe eine enge Halle, wo wir jetzt kein ganzes Dach mit einem riesen, also dass man sagt, ich habe jetzt eine 12 Meter lange Drauflänge und 7,60 Meter lange oder 7 Meter und 40 lange Sparren, die ich dann auflege und am Schluss dann zerschneide. Den Platz haben wir einfach nicht. Und die M300 ist die einzige Möglichkeit für uns, Dachelemente überhaupt vorzufertigen, weil wir im Trocknen nur diesen engen Korridor haben, weil die Halle einfach zu eng ist. Mit dem Tisch machen wir Einzelteile, die sind 9,50 Meter mal 3,20 Meter, das ist die Maximalgröße, die wir jetzt hier produzieren können. Und das reicht für 90% bei uns im Einfamilienhausbau, was wir so abfrühstücken, reicht das immer aus. Und deswegen, wie gesagt, die M300 zur 120er hat uns mit dem Thema Dachelementen nochmal einen riesen Schritt nach vorne gebracht, muss ich sagen. Clemens hat schon gesagt, das Wetter dieses Jahr oder das letzte Jahr war einfach eine Katastrophe. Und da warst du froh, wenn du viele vorgefertigte Teile hast, um möglichst schnell wieder das ganze Bauteil im Regen sicheren zu haben und die Mitarbeiter nicht kaputt zu quälen oder zu dauernd ins Nasse zu stellen. Das haben wir auch damit weitestgehend minimiert. Ganz lässt sich nie vermeiden, aber weitestgehend zumindest minimiert reduziert. Gerade das Thema Dachelement, das finde ich immer noch am wichtigsten, weil das ist eigentlich immer so die größte Plagerei halt auf dem Dach, diese großen Aufdachdämmplatten da hochzuschaffen, zu verarbeiten. Mittlerweile sind wir ja schon bei standardmäßig 80er Dämmplatten, die aufs Dach kommen, die sind halt auch unheimlich schwer. Und wenn man die dann anfängt, da hochzufiechern und zu verarbeiten, natürlich ist alles möglich, aber wir werden halt alle nicht jünger und das stimmt, da freuen wir uns natürlich, wenn dieser Punkt uns da schon wieder abgenommen wird. Halt, ne? Und die Fachkräfte werden weniger? Nein, da muss man halt auch, wenn wir unseren Beruf lange Zeit Freude dran haben wollen, ist das halt auf jeden Fall schon mal ein Weg in die richtige Richtung, ne? Dass wir halt uns diese schwere Arbeit im Prinzip schon mal ein bisschen abnehmen können. Halt, ne? Das stimmt. Da auch noch ein Punkt, das habt ihr, glaube ich, oder ihr habt den Video dann auch gesehen. Die alte Maschine, sind wir vorhin gar nicht, also habe ich gar nicht erwähnt, die 120er, die hat, wie gesagt, einen Fräser drauf.
Und ich habe gesagt, die M300, die hat ja auch zusätzlich noch zwei Sägen drauf. Das heißt, eine kleine Säge bis 30 mm, wo wir so die Fermacell, Funderplan, OSB oder Dreischichtplatten mit sägen. Und eine automatische Pickup-Station, wo sie sich eine Säge holt, die 80 mm tief sägt. Und damit bearbeiten wir quasi die Aufdachdämmplatten von 35 bis 80 mm, also die Holzfaserplatten, was vorher quasi nur ein Fräser gemacht hat, bis maximal 60 mm, macht jetzt die M300 mit einer Säge. Der Vorschub ist fünfmal so schnell wie vorher der Fräser. Das heißt, auch da wieder eine Zeitersparnis und natürlich ein Pluspunkt für die M300. Wesentlich weniger Dreck, das muss man auch sagen. Weniger Schmutz, ja. Dadurch, dass das andere gefräst worden ist, dann haben wir wesentlich weniger Späne, ne, richtig. Die dazukommen. Die Absaugung ist nicht so, muss man nicht so oft lernen. Wir haben jetzt keinen großen Bunker, sondern wir haben eine kleine Absaugung in der Halle stehen. Vorher mit der M120 mussten wir relativ häufig die Säcke leeren, weil einfach durch die Fräsung da viel mehr Spanmaterial anfällt. Und wenn das gesägt wird, ist das hier nur so ein 3-4 mm breiter Streifen und viel weniger Ausschuss, der einfach entsteht, beziehungsweise Abfall. Ja. Gut, ich glaube, wir könnten noch beide stundenlang darüber erzählen, ne, was wir da toll finden an dieser Maschine oder warum wir das so das feiern auch wirklich. Ne? Das stimmt. Also ich habe einen Vorschlag. Ich bin demnächst sind Weinmann-Tage und da kann dann der Clemens jetzt auch noch was dazu sagen zum Abmoderieren, denke ich. Ach so, ja. Natürlich, wenn ihr Lust jetzt habt, so eine Maschine mal wirklich selber live zu sehen, dann könnt ihr gerne vorbeikommen. Und zwar ist am 13. und 14. November der Weimann-Treff und in St. Johann, ja. Und ich und der Florian werden höchstwahrscheinlich dort auch selber vor Ort sein. Ja, mit Sicherheit. Und, mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja. Denn wir sind da gerade zufällig auch in der Nähe und stellen da gerade ein Haus. Auch das stimmt. Auch das stimmt. Und da könnt ihr auch live erleben, wie so eine Maschine da mal rumbrummt, nagelt, sägt, was auch immer. Da seht ihr die in vollen Zügen. Und ich glaube, das wird ganz spannend für alle, die Interesse jetzt bekommen haben. Checkt unten mal in der Videobeschreibung, packe ich euch einen Link rein. Und da findet ihr alle Details zu diesem Weimann-Treff. Ja, das stimmt. Was ich noch sagen kann, auch das ist ein Riesenschritt für mich und für die Firma gewesen. Durch die Firma Weinmann habe ich viele Kollegen auch kennengelernt. Mhm. Es hat sich inzwischen so ein kleines Netzwerk gesponnen durch die Maschine und durch die Firma Weinmann, die auch über die Weinmann-Tage, wo ich jedes Jahr gerne bin, um einfach neue Kollegen kennenzulernen, sich auszutauschen. Ich bin auch, man merkt es, sehr kommunikativ und sehr offen in diese Richtung. Das heißt, wenn da ein Kollege ist, der genauso verrückt ist oder so affin wie ich, was Maschinen und neue Technik angeht, da trifft man sich an diesem Weinmann-Treff. Man spricht über die Maschinen, man spricht über Details, über Baustoffe, über alles Mögliche. Es macht einfach einen Riesenspaß. Deswegen ich kann es nur empfehlen, kommt einfach mal da vorbei. Gut, in diesem Sinne sind wir mal raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Diesen kleinen Einblick über die Nagelbrücke oder allgemein den modernen Holzbau, wie weit der mittlerweile schon fortgeschritten ist. Ich glaube, das können sich die meisten von euch gar nicht vorstellen. Und ich würde sagen, wir sind mal raus mit diesem Video. Hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich würde sagen, wenn ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal abonnieren, bei Instagram mal vorbeigucken, bei den Holzhausprofis da mal ein Abo da lassen und in diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Clemens der Zimmermann und der liebe Florian Wissel von der Firma Zimmerer Wissel. Super Abmoderation, noch schön verkackt auf dem letzten Ding. Haben wir hier unseren Vakuumheber und Bier stehen. Alkoholfreies. Das ist alkoholfreies. Echt? Ja, alkoholfreies. Ja, jetzt wirken wir wie die Totalamateure. Also das ist hier unser sogenannter...